Am Freitag ist es endlich soweit. Die Bundesliga startet in ihre, warte, die wievielte Saison war das jetzt nochmal? Ist auch egal, denn ich habe mir in diesem Jahr gedacht, ich mache endlich meine Prognose. Ich hatte eigentlich schon letztes Jahr überlegt, machst du eine? Und ich wollte auch eine machen, nur dann war es irgendwie zu spät und deshalb kam keine. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich mache mal eine, Ja. nachdem ich die EM 2016 ja auch schon prognostiziert habe, mehr oder weniger erfolgreich. Und da es nicht so erfolgreich war, habe ich mir heute auch mal endlich richtige Verstärkung gesucht. Und zwar hat man ihn gerade schon gehört. Das ist der gute, wer denn auch sonst, der... Warte, er kommt ja gerade mit so einer alten Kamera rein. Oder auch nicht. So, nee. Jetzt erhebt er sich. Jetzt kommt da der, wer ist es? Ratet mal. Jetzt kriegst du hier was vor der Fresse. Ey. Colin, das soll seriös sein hier. Man muss auch ein bisschen Spannung heimbringen. Hi, hi. Ja, natürlich. Der Colin ist dabei. Als Fußballexperte wird er mehr assistieren, so ein bisschen erzählen, wer denn so die besten Chancen hat, so ein bisschen mehr Background-Wissen hat Colin halt als ich. Und deswegen ist er, glaube ich, hier der perfekte Partner, um so ein bisschen über die Bundesliga zu reden. Wollen wir anfangen? Ja. Ich habe mir gedacht, wir teilen das heute, also diesmal in zwei Teile auf. Das heißt, heute gibt es den ersten Teil mit den Plätzen 1 bis 9, denn es ist ja langweilig, hinten anzufangen. Das Beste kommt ja immer zum Schluss. Und deswegen gibt es den Abstiegskampf in der nächsten Folge, im nächsten Video genauer gesagt. Und wir beschäftigen uns heute mit den Plätzen 1 bis 9, denn die sind ja sowieso an Bayern, Dortmund und so weiter und so fort reserviert. Aber stimmt das, Colin? Ist es wirklich so, dass Bayern nicht in Erster wird? Haben wir so, ne? Ja, haben wir so. Haben wir Platz so? Platz 1 geht an die Bayern. Wer denn auch sonst? Ja, viel brauchen wir also nicht darüber heute reden. Morgen hatte ich mir mal was durchgelesen irgendwie, so was die Fußballtrainer denken, wer Meister wird. Und da haben auch wirklich, also entweder haben sie gesagt, Bayern wird Meister, oder sie haben gesagt, ja, ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich gucke nur auf uns. Und nur ein Trainer war das, und zwar, das war, wer war das? Sie hatte gesagt, Dortmund wird Meister. Ich glaube, Heiko Herrlich von Leverkusen war das. Und wir haben uns halt auch dazu entschieden, dass Bayern Meister wird. Obwohl die Vorbereitung ja nicht ganz so toll war. Die China-Reise ist ja eher so ins Wasser gefallen, kann man mal behaupten. Und der Audi Cup war jetzt auch nicht so, warum machst du dich so groß? Audi Cup war jetzt auch nicht gerade so das erfolgreichste Turnier, was die Bayern gespielt haben. Aber dann kam der Supercup und dann wurde ja alles schon wieder besser. Und mit James Rodriguez ist das glaube ich, jetzt weißt du, wie man ihn ausspricht, ja, ne? James, ne, James Rodriguez. James. Ja, was, da steht James, also warum heißt er nicht James? Philipp, wenn er aus Kolumbien kommt, glaubst du, man spricht den da James aus? Ja, warum nicht? James. Als Engländer wird man den James ausspricht. Ja, ist aber auch egal, Bayern wird Erster. Ja, vielleicht nicht so viel auf dem Transfermarkt gemacht, wie man gedacht hat, aber für die Bundesliga wird es allemal reichen. Ob es dann auch für die Champions League reicht, um die zu gewinnen, warten wir es ab. Machen wir weiter mit dem zweiten Platz. Wer wird Zweiter? Schafft es Red Bull Leipzig wieder einmal die Dortmunder zu schlagen oder nicht? Colin hat es gerade schon gesagt. Nein. Warum nicht? Weil Dortmund Zweiter wird. Dortmund schafft es laut uns in diesem Jahr mal wieder Zweiter zu werden, nachdem sie in der letzten Saison, ja, das war ja ziemlich unkonstant, halt dumme Niederlagen immer dabei und am Ende war dann so gerade eben noch Platz 3 vor Hoffenheim drin. Aber diesmal denke ich auch, dass Dortmund wieder stärker sein wird. Auch wenn man Dembélé sehr wahrscheinlich verliert und auch Aubameyang ist ja noch nicht so ganz klar, ob der bleibt. Und trotzdem denke ich mal, dass Dortmund wieder Zweiter wird. Wahrscheinlich auch, weil Leipzig jetzt Champions League spielt. Aber da kommen wir gleich später nochmal drauf zu sprechen. Dortmund also auf Platz 2. Trotz des Dembélés Verlust. Auf Platz 3 haben wir Gladbach 3? Hier. Ja, Gladbach vielleicht ein bisschen überraschend. Gladbach in der letzten Saison nur 9. gewesen. War auch eine ziemlich verkorkste Saison, kann man sagen. Zumal die Gladbach ja doch den Anspruch haben, immer vorne mit dabei zu sein. Sie haben ja auch letzte Saison Champions League gespielt. War das Champions League oder Europa League? Champions League, genau. Und guck, er ist voll der Fußballexperte. Und deshalb, ja, war das vielleicht der Grund, warum man in der Bundesliga nicht so konstant war, weil man halt die Doppelbelastung hatte. Und deshalb glaube ich, dass Gladbach dieses Jahr wieder stärker zurückkommt. Wir wussten auch nicht so genau, wen setzen wir da jetzt auf den 3. Platz. Und dann da gab es viele Optionen. Haben wir mal ein bisschen auf Risiko gemacht, aber Gladbach, das könnte schon sein, oder? Meinst ja. Du? Gladbach? Ja. Unterschreibe ich so. Platz. Achso, in die Richtung, oder? Damit ihr das richtig Platz 4, Leverkusen. So, Platz 4, Bayern und für Leverkusen. Genauso wie die
direkten Rivalen aus dem Rheinland. Ist das dann noch Rheinland? Glaub ja. schon. Leverkusen, Gladbach, Köln, alles Rheinland. Auch in der letzten Saison schlecht gespielt, hatten auch ja, mit dem Abstiegskampf zu tun, aber ich finde, Abstiegskampf machen die Medien eigentlich mehr draus, als es letztendlich ist. Leverkusen nur 12. gewesen. In diesem Jahr werden sie 4. Spielen wieder eine relativ souveräne Saison, will ich mal behaupten. Werden wahrscheinlich den Auftakt gegen die Bayern verlieren, aber danach werden sie auch mal wieder ein bisschen was vielleicht gewinnen. Vielleicht gewinnen die auch. Und am Ende reicht es dann für die Champions League Qualifikation einfach, weil Leverkusen die letzten Jahre über eigentlich immer so da oben mitgespielt hat in Sachen Champions League Qualifikation auf jeden Fall. Und ich glaube, da finden die in diesem Jahr auch wieder hin zurück mit Heiko Herrlich. Genau, Platz 5 belegt bei uns RB Leipzig eben. Rasenballsport Leipzig, wie sie so schön heißen. Für die Champions League reicht es in diesem Jahr leider nicht. Wahrscheinlich auch gerade, weil sie in diesem Jahr Champions League spielen und dadurch dann die Doppelbelastung. Werden sie wahrscheinlich vor allem in der Hinrunde irgendwo dumme Punkte liegen lassen. Man kennt das ja schon so gut, dass so vermeintliche Top-Vereine in der Liga dann auf einmal gegen schlechtere Vereine verlieren, nur weil sie dann... weil sie vorher europäisch gespielt haben, mitten in der Woche. Und ich glaube, das wird Leipzig auch so ein bisschen zum Verhängnis werden. Ich glaube nicht, dass nochmal so eine letzte Saison wiederholbar ist, zumindest nicht in diesem Jahr. Man muss dann gucken, wie es mittel- und längerfristig aussieht. Da denke ich schon, dass Leipzig wieder in die Champions League mitspielen kann. In diesem Jahr reicht es aber nur zu Platz 5. Ich glaube, die Transfers waren jetzt auch nicht so... Wobei, ich glaube, 40 Millionen haben die auch investiert, oder? Ja, nicht so viel. Weißt du da irgendwelche Zahlen jedenfalls? Hat man da gar nicht so viel drüber mitbekommen über Leipzig und interessiert uns beide persönlich auch nicht so wirklich, was Leipzig macht. Aber Leipzig wird europäisch spielen, auch in der kommenden Saison dann, aber nicht in der Champions League, sondern nur in der Europa League. Ein kleiner Rückschlag. Was? Rückschlag, genau. So. Machen wir aber mit einem Verein auf Platz 6 weiter, der in dieser Saison nicht europäisch spielen darf, seit etwas längerer Zeit, aber dafür in der kommenden Saison dann wieder europäisch unterwegs sein wird, wenn es nach uns geht. Das ist nämlich der Schalke 04. Der FC Schalke 04 wird es dieses Schalke Jahr schaffen, 04. auch mal wieder zumindest in der Europa League antreten zu dürfen. Ich glaube, so eine Saison wie letzte Saison wäre doch schon ziemlich schlecht für Schalke-Verhältnisse, weil da gar nicht so viel Unruhe drin war wie sonst immer. Man hielt eigentlich ziemlich lange an Weinziel fest und man dachte halt auch immer, dass der doch noch Trainer bleibt und letztendlich wurde er entlassen. Natürlich auch irgendwo völlig zu Recht, wenn man als Schalke sagt, wir würden gerne Champions League spielen und am Ende kommt dann da noch nicht mal die Europa League raus. Aber ich denke mal, in diesem Jahr wird es besser. Schalke wird wieder konstanter spielen unter Tedesco. So heißt der Coach, ja, oder? Genau, und deshalb Schalke auf Platz 6. Auf Platz 7 haben wir Hoffenheim. Hoffenheim, die werden, glaube ich, genau das gleiche Schicksal haben wie die Leipziger. Spielen jetzt auch das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte international. Und ja gut, ob sie jetzt Europa League oder Champions League spielen, das stellt sich heute Abend erst heraus. Am Dienstag nehmen wir das nämlich schön auf. Morgen soll es kommen, mal gucken, ob das klappt. Und ich glaube, denen wird genau das wie Leipzig zum Verhängnis, dass sie jetzt Europa League spielen und da und von daher Probleme haben werden in dieser Saison, nicht mehr so konstant spielen werden und da von daher reicht es dann am Ende nur für die Europa League Qualifikation. Ja, ist auf Platz 8, Colin. Auf Platz 8 haben wir Köln. In diesem Jahr auch in der Europa League unterwegs und ähnlich wie Leipzig und Hoffenheim wird da, glaube ich, auch die europäische, wie sagt man, das europäische Spielen wird denen auch so ein bisschen, wird denen, ja, ich will nicht sagen zum Verhängnis, aber wird die schon ein bisschen schwächen, glaube ich. Und Köln ist ja, seitdem sie aufgestiegen sind, eigentlich in der ersten Tabellenhälfte mit dabei. Und von daher, denke ich, werden die Achter, schlechter werden sie nicht, besser werden sie aber auch nicht. Das wird sich da irgendwie so einpennen. Das hört sich jetzt so voll an, wie so ein Fußballexperte, oder? Ja. Ja, machen wir weiter mit dem 9. und somit letzten Platz, zumindest für dieses Video. Und das ist der, vielleicht ein bisschen überraschend, aber erzähl doch mal, Colin. Der Aufsteiger VfB Stuttgart. Ja, ich weiß nicht, die Stuttgarter, weißt du, wir haben da so viele Namen und also so viele Vereine stehen und dann dachten wir an Stuttgart und haben uns gedacht,
Stuttgart. Ach komm, packen wir die mal auf Platz 9. Ich weiß nicht, die haben ja selbst gesagt, dass es eine schwere Saison wird und das kann ich auch irgendwie glauben. Aber ich glaube sowieso, dass wieder die halbe Liga irgendwie im Abstiegskampf stecken wird und deshalb wird es am Ende der VfB Stuttgart irgendwie auf Platz 9 schaffen. Wahrscheinlich haben sie auch nur 7 Punkte Rückstand Vorsprung auf die Abstiegsplätze, aber es reicht dann immerhin für die erste Tabellenhälfte, oder? Was meinst du, Colin? Simon Terodde vor allem, wird er es auch in der Bundesliga schaffen, so viele Tore zu schießen wie letzte Saison und davor Nein. die Saison in Bochum? Nein. Nee? Nein. Ich hoffe Glaube ich auch nicht. nicht. Der hätte in Bochum bleiben sollen. Nein, ja, das waren jetzt alle Vereine, zumindest die ersten 9. Die restlichen 9, damit es insgesamt 18 sind, gibt es dann übermorgen im zweiten Teil unserer Bundesliga-Prognose. Ich hoffe, Alle euch abonnieren. hat das Video heute gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben oder mit 2 oder 3 oder 4 können wir hier sogar zeigen. Und in dem Sinne, abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Hier seht ihr irgendwo noch andere Videos hinter uns. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder. Oder? Ja. Tun wir das? Ja, dann bis Freitag. Tschüss.